Herzlich willkommen hier bei Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentiere die DVD und Blu-ray-Kritiken. Ja, auch wir kommen nicht drum rum. In Vorbereitung auf Civil War schauen wir uns einen Film des MCU nach dem anderen an. Aber war die allererste Review auf diesem Kanal nicht der unglaubliche Hype? Ja, aber fuck it. Bring it on, bitches! Story. Tony Stark ist Genie, Milliardär, Playboy, Philanthrop, sorry. Und das nützt ihm aber alles herzlich wenig, als er im Irak in einem Feuergefecht verletzt wird und eigentlich durch Metallsplitter tot sein müsste. Das Einzige, was die Metallsplitter von seinem Herzen fernhält, ist ein provisorisch gebastelter Magnet, gebaut von einem Ingenieur, der mit ihm in Gefangenschaft haust. So ein Glück aber auch. Wiederum so weit, so scheiße. Was also tun? Tony als smartes Bürschchen bastelt sich aus Materialien, die eigentlich zum Bau einer Superwaffe gedacht waren, eine Superwaffe. Oder dem Prototypen dessen, was später sein Ironman-Anzug werden sollte. Und das ist die ganze Handlung? Naja, es ist ein Origin-Film. Er sollte vermutlich jemanden besiegen müssen, der ähnliche Kräfte hat, wa? Aber nur, nachdem er viel über seine Kräfte erstmal rausgefunden hat. Okay. Performance. Robert Downey Jr. ist Tony Stark. Ähnlich wie bei Hugh Jackmans Wolverine hat sich der britische Schauspieler mit dem ersten Film in der Figur manifestiert. Und es fällt schwer, sich überhaupt einen anderen Darsteller in dieser Rolle vorzustellen. Dass Robert Downey Jr. etwas anderes kann, hat er vor und nach dem Film durchaus bewiesen. Aber sobald er den Bart anlegt, Haare entsprechend stylt, die Körperspannung und Körperhaltung, das ist dann einfach Tony Stark. Die anderen Darsteller, und da greife ich jetzt etwas vorweg, was allgemein auf die meisten Marvel-Filme zutrifft, sie spielen ihre Figuren souverän und überzeugend. Da ist jetzt keine Award-gewinnende Performance dabei. Gwyneth Paltrow als Pepper Potts, souverän. Jeff the Dude Bridges, souverän. Und er konnte mal in diesem Film mit Glatze spielen, was auch so ein bisschen sein Traum war. Terrence Howard als Colonel Rhodes, souverän. Der allerdings bekam danach ein ganz anderes Problem, worüber wir morgen noch etwas ausführlicher sprechen können. Besonderes. Will man sich mit dem MCU beschäftigen, ist dieser Film ein Maßstab für alles Folgende. Sei es der leichte, aber dennoch nicht zu alberne Grundton, seien es die Effekte. Das alles wird in Iron Man präsentiert und bietet die Möglichkeit, das anzunehmen oder eben nicht. Wer mit Iron Man nicht warm wird, könnte es auch mit Thor oder Captain America wirklich schwer haben. Die Avengers-Filme oder der große Ausnahmestreifen Guardians of the Galaxy mögen in andere Kategorien fallen. Die kann man auch mögen, wenn man die ganzen vorigen Filme von Marvel überhaupt nie mochte. Abseits dessen finde ich Iron Man von Jon Favreau einen schönen Opener für ein großes Universum, von dem wir später noch einiges mehr sehen sollten. Extras! Die Extras enthalten knapp 20 Minuten an erweiterten und deleted scenes, 90 Minuten Making-of, unter anderem Beginn des Projektes und der Filmarbeiten, auch der Bau der Rüstung, angeleitet von der Legende Stan Winston, 27 Minuten zu den Special Effects, an denen laut Doku drei Firmen arbeiteten, Löwenanteil bekam hier ILM, 6 Minuten von Robert Downey Jr.'s Screen Test, was ganz nett zu sehen war, ebenso die 4 Minuten Proben der Darsteller, im Fokus hier bei Robert Downey Jr. und Jeff Bridges. Es war auch einfach ganz schön zu sehen, wie sie bei den Proben die Hintergründe ihrer Figuren erarbeiteten. Ach ja, und Trailer! Knapp 2,5 Stunden Bonus auf einer Blu-ray-Disc. Super! Fazit. Der Film war erfolgreich, der Film war unterhaltsam, was besonders Robert Downey Jr. und dem komödiantischen Feeling von Jon Favreau zu verdanken ist. Hätte dieser Film nicht gezündet, hätten wir kein Marvel Cinematic Universe. Wir hätten dann in dem Jahr im Sommer noch den unglaublichen Hype bekommen und das war's. Die Post-Credit-Scene mit Samuel L. Jackson als Nick Fury, der da die Avengers-Initiative vorschlägt, das wäre ein schöner Traum gewesen. Mehr aber auch nicht. Aber der Film hat gezündet. Und das Feuer, was dadurch ausgelöst wird, kann noch immer nicht gelöscht werden. Sorry. Wie bereits erwähnt, finde ich Iron Man ein perfektes Futter, um die Marvel-Formel auszutesten. Passt es nicht,
dann quält euch nicht mit den anderen Filmen. Es ist einfach nicht euer Ding, das ist auch vollkommen okay. Habt ihr aber Gefallen daran, dann lehnt euch zurück und genießt einfach das, was Marvel euch noch in den nächsten Filmen bietet. Gleich morgen, um 12, wie immer hier auf Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentierte.